Als Schwerbehindertenvertretung sind wir da, um Kollegen und Kolleginnen, die eine Schwerbehinderung haben, zu unterstützen, bei Fragen zu beraten und einfach ja, da zu sein, wenn irgendwas ist. Oder wie in deinem Fall. Du meinst als Konzern-Schwerbehindertenvertretung. Das heißt, ich bin zuständig für alle Schwerbehinderten, die bei Thermo Fisher Scientific arbeiten. Und zwar da, wo es vor Ort keine Schwerbehindertenvertretung gibt. Mit breiten Fluren, ausgeschilderten Parkflächen und Fahrstühlen ermöglicht Thermo Fisher Scientific allen ein barrierefreies Arbeiten. Aber auch das Arbeiten im Homeoffice wird einem bei Bedarf ermöglicht. Ich muss jetzt nicht direkt an Geräten oder so oder in der Firma irgendwas machen, sondern ich kann hauptsächlich Schreibtischarbeit, mache ich da oder am Rechner eben. Behinderungen und Handicaps wie Autismus, Seh- und Hörbehinderungen, Nierenerkrankungen und Krebs sind nicht offensichtlich sichtbar. Das sind ungefähr 75% aller Behinderungen und Handicaps. Diese müssen aber keine Auswirkungen auf ein normales Arbeitsleben haben. Oder könnt ihr sagen, wer unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine Behinderung hat und wer nicht? Bei Fragen rund um das Thema Arbeiten bei Thermo Fisher Scientific mit einer Behinderung stehen euch die Schwerbehindertenvertretungen Nora Bartsch und Uwe Marstedt gerne zur Verfügung. Um die Vielfalt in unserem Unternehmen zu bereichern, brauchen wir eure Unterstützung. Also wenn ihr in eurem Familien- und Freundeskreis jemanden habt, der schwerbehindert ist oder ihr selbst sogar betroffen seid, ihr vielleicht einen Arbeitsplatz sucht oder einen Ausbildungsplatz, dann meldet euch bei uns. Sollte es Unsicherheiten geben, sind Praktika natürlich eine super Lösung, um nochmal in das Unternehmen oder das Arbeitsumfeld reinzuschnuppern.